Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem netten kleinen feinen Video meinerseits. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Denkt daran, Däumchen wären Träumchen, würde mich sehr freuen. Kleines Vorwort, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Wird beantwortet in Form von einem Video. Freunde, ich wurde gefragt, wie man es machen kann, dass man höhere Level bekommt. Ihr habt einen Server, ihr spielt Ark auf dem Server und ihr wollt einfach höhere Level haben. Wir wissen, zum Beispiel aus dem Lokalspiel, kann man nur die Schwierigkeit bis 1 machen. Ja, das heißt, man hat Low-Level-Tiere und man hat Normal-Level-Tiere. Also es ist in der Regel so, dass Level so zwischen 100 und 200 vorkommen. Ja, so, man kann auch einstellen, dass es nur bis maximal 150 geht. Geht auch. Oder dass alle 150, ich weiß es gerade nicht. Ich habe mit der Funktion noch nicht viel zu tun gehabt. Auf jeden Fall, es gibt Möglichkeiten, dass man dafür sorgen kann, dass man Level 3 bis 400 hat. Ja, oder noch weiter, noch viel höher. Wir machen das einmal erstmal wieder hier mit Nidrado. Der Server ist gerade noch im Neustart, also deswegen, aber das juckt uns gerade nicht. Ich will euch nur zeigen, wie man das macht. Und zwar, wir gehen einfach mal hier ein bisschen runter und dann haben wir hier unten unter Gameplay ist das, also hier Gameplay, haben wir hier die Spalten Schwierigkeitsoffset und Schwierigkeitsgrad überschreiben. Ja, meine Standardeinstellung normalerweise ist, damit ich so zwischen 3 und 400er Level habe. Es gibt auch Level über 400 hinaus manchmal. So, geht man zum Beispiel einfach her, macht man hier 12 und 10. So, dann habt ihr richtig hohe Level. Dann kann es auch noch höher machen. Ihr könnt auch hergehen, macht hier 20, macht hier zum Beispiel 15. Ja, so. Umso höher ihr das macht, diesen Wert, umso höher werden auch die Level der Tiere. Weil es geht einfach nur um die Schwierigkeit. Die Tiere werden dadurch schwieriger. Die haben nämlich viel höhere Werte, die haben viel höhere Level. Die Affinität und die Stats der Tiere sind viel höher. Das kann auch einen Unterschied da drin machen, wenn ihr zum Beispiel ein Level, also ein Tier zähmen wollt oder betäuben wollt. Dass es zum Beispiel auch viel länger dauert. Also man kann wirklich die Schwierigkeit richtig hoch machen. So, das hier ist zum Beispiel der Fall von Nidrado. Danach, wenn man das eingestellt hat, natürlich wieder Einstellungen speichern, Server neu starten. Immer ganz wichtig, weil erst dann werden diese Einstellungen übernommen. So, gehen wir mal rüber zu Chipotle. Bei Chipotle auch wieder genau dasselbe Thema. Man geht hier runter, mal gucken, wo es hier ist. Gameplay, war das hier gewesen? Ich finde es. Wo bist du? Bin ich dran vorbeigerast. Warte mal, wir gucken mal genau, wo es ist. Na, wo bist du denn? Genau, hier ist es. Hier zum Beispiel. Setzt die Schwierigkeit, überschreibt die offizielle Schwierigkeit. Hier habe ich zum Beispiel auch 12 und 10. Ja, kann man auch wieder ändern. Können wir zum Beispiel hergehen. Macht man hier 20, macht man hier 15 zum Beispiel. Das sind nur grobe Beispiele. Also wie ihr es einstellt, müsst ihr einfach mal gucken, damit ihr, sag ich mal, eure passenden Einstellungen habt. So wie es euch halt gefällt. Das heißt, einfach mal einstellen, speichern, neu starten. Mal wieder ins Spiel reingehen, gucken, seid ihr zufrieden. Ganz wichtig natürlich, ihr müsst auch zwischenzeitlich mal Destroy Wild Dinos machen, damit natürlich frische Dinos nachspawnen, weil ihr habt immer noch die alten Dinos auf der Map. Ne? So, also wie gesagt, hier dann auch wieder Schwierigkeit einstellen, hier speichern, da neu starten. Ihr müsst immer speichern und neu starten, damit diese Einstellungen übernommen werden. Freunde, das war's schon in dem Video. Denkt daran, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ne, wird beantwortet. Immer wie immer in Videoform. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss.